So, meine Lieben, ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, die Freitagnacht-Ausgabe. Wie immer eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch bei mir unter unserer bekannten und kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Franziska und ist 18 Jahre alt. Hallo Franziska. Hallo. Hallo. Weswegen rufst du an, Franziska? Ich komme aus der Zwangsprostitution. Aus der Zwangsprostitution? Ja. Was ist das? Zwangsprostitution ist, man wird auf der Straße in dem Sinne so aufgesammelt. Gegen was aufgesammelt? Als junges Mädchen. So. Als junges Mädchen, Ja. Und ich bin damals halt im Heim gewesen und hatte halt ziemlich viele Probleme gehabt mit meiner Familie und bin dann halt durch Partys und halt hin und her zu einem Mann gekommen, der halt mich irgendwie um Finger wickeln konnte, mir erzählt hat, ja, willst du nicht ein bisschen Geld verdienen? Ja. Und das war damals ein Deutscher gewesen. Wie alt warst du da? 14. 14? Ja. Und ich habe das halt damals mitgemacht, weil ich gedacht habe, gut, vielleicht wird man ja anerkannt als Mädchen in dem Sinne, dass man sich nicht immer alles von jemandem gefallen lassen muss. Mhm. Und das war halt dann das Verkehrte. Das habe ich dann für den Typen 2 Jahre lang gemacht. Das heißt, du hast für den, obwohl du erst 14 Jahre alt warst, als Prostituierte gearbeitet. Ja, genau. Der hat dich an Männer verkauft. Ja, der hat mich an Männer verkauft. Und danach dann so sind wir halt dann so im Café gewesen, haben halt zusammen Kaffee getrunken, so wie wir das eigentlich täglich gemacht haben. Der Mann und du? Ja, und sind dann halt auch so quer durch Deutschland gereist und haben immer wieder, hatte dann halt immer wieder neue Männer, von Ausländern bis hin zu Deutschen, zu älteren Männern, und wurde dann letztendlich unter der Hand an einen marokkanischen Zuhälter verkauft. Ja. Und da bin ich dann halt mit 16 hingekommen. Und das war dann für mich die reinste Hölle gewesen. Ich war halt dort in diesem Bordell richtig eingesperrt. Mhm. Man durfte bloß mit Begleitpersonen raus. Man durfte nicht alleine einkaufen gehen. Mhm. Und man stand halt unter ständiger Kontrolle. Das war hier in Deutschland? Ja, das war hier in Deutschland. Mhm. Das war in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Wo diese Quote von Zwangsprostitution sehr hoch ist. Mhm. Und ich habe halt immer ziemlich große Angst gehabt, dort irgendwie mal was zu sagen, dass ich das halt nicht mehr machen möchte. Mhm. Weil uns wurde mit Schlägen gedroht, wir haben kein Geld ausgezahlt bekommen für unsere Arbeit. Überhaupt kein Geld? Überhaupt kein Geld. Wir waren eigentlich mehr oder weniger der letzte Abschaum. Wie lange hast du das denn gemacht? Also insgesamt 3 bis 4 Jahre waren das gewesen. Du bist jetzt 18 Jahre, wie lange? Bist du raus oder bist du immer noch dabei? Nein, ich bin seit knapp 7, 8 Monaten da raus. Wie hast du das geschafft? Ich habe mich mit diesem Türsteher angefreundet gehabt. Der hat dann halt gesehen, dass ich halt diese knapp 2 Jahre sehr darunter gelitten habe. Mhm. Ich habe oft geweint, ich war am Boden, ich habe nichts mehr gegessen, ich habe in dem Sinne nur noch getrunken. An Drogen bin ich Gott sei Dank nicht rangekommen. Gott sei Dank. Ja, und er hat dann halt irgendwann gesagt, wir müssen in das Café von diesem Zuhälter und hat mich dann halt so 50 bis 100 Meter vorher rausgelassen aus seinem Auto und hat gesagt, hier, ich wünsche dir ein schönes Leben, mach das Beste draus. Das heißt, der hat dir quasi die Freiheit geschenkt. Genau. Warum hat er das getan? Ah ja, es war irgendwo schon von Anfang an Sympathie zwischen uns beiden gewesen. Mhm. Man hat doch irgendwo was gefühlt füreinander. Mhm. Und er hat dann halt gesagt, so, es geht einfach nicht, du leidest mir zu sehr darunter, du bist zu schade für sowas. Aber du hast ihn dann später nicht wieder getroffen? Nein, ich habe ihn nie wieder gesehen. Das heißt, dieser Typ hat dich da mitten in der Stadt rausgelassen? Und dann standst du da, du warst zwar frei, aber hattest nichts. Ja, genau. Du hattest keine Wohnung? Nein, ich hatte gar nichts gehabt. Was hast du gemacht dann, als du auf der Straße standst?
Ja, ich habe dann halt versucht, noch ein bisschen Geld zusammenzukriegen, habe selber noch Geld gehabt, habe mir ein Wochenendticket gekauft, habe mich einen Zug gesetzt. Konntest du denn da zurück, wo du deine Sachen hattest? Hattest du nicht Angst, dass dein Zuhälter dich da fängt? Nein, ich bin dort nicht zurück. Ich bin dann halt durch Deutschland gefahren, so in dem Sinne mit dem Zug, soweit wie es ging, 2 Tage lang. Und bin dann letztendlich in Thüringen rausgekommen. Ja, aber ich frage jetzt nochmal, du hattest nur das, was du am Leibe trugst? Ja, ich hatte nur das, was ich anhatte. Ja. Und in Thüringen, was hast du dann in Thüringen gemacht? In Thüringen hatte ich in dem Sinne eine Chatbekanntschaft gehabt und bin dann halt zu dem und der wollte in dieser Nacht auch nur das eine von mir. Mhm. Und das habe ich nicht ausgehalten, das war mir zu viel, weil ich war froh, dass ich da raus war. Ich habe für sowas kein Interesse gehabt und habe mir dann halt früh so gegen 7 Uhr gedacht, nee, so kann es nicht weitergehen und bin dann halt zur Kriminalpolizei gegangen. Ach so. Ja. Das heißt, du hast dich da gemeldet, hast auch deine Geschichte erzählt, die dir in all den Jahren widerfahren ist, was du jetzt hier auch grob hast erzählt. Hat man dir denn von Seiten der Polizei dann geholfen? Ja, man hat mich dann in ein Frauenhaus geschafft und dort ging das dann auch so eine Woche lang gut, bis dann halt der Anruf von meinem Zuhälter kam, dass ich halt in dem Sinne wieder zurück soll, dass er halt weiß, was ich bei der Polizei ausgesagt habe. Der Anruf kam auf dein Handy? Ja, der kam auf mein Handy. Mhm. Und dass er halt weiß, wo ich bin. Und dann ist mir natürlich das Herz erstmal in die Hose gerutscht. Ich dachte mir, nein, das kann nicht sein. War das ein Bluff oder stimmte das? Das stimmte, denn ich bin dann mit mehreren Leuten das Wochenende drauf noch rausgegangen, ein bisschen feiern, sodass ich mal was anderes kennengelernt hatte. Mhm. Weil ich kannte jahrelang nichts. Ich habe nur das gehabt, was in dem Sinne meine Arbeit war. Mhm. Ich hatte keine Freunde, ich hatte keine Familie mehr. Es ist alles abgebrochen. Es gibt keine Verbindung mit nach früher zu früher. Mhm. Franziska, was ist jetzt heute los? Wie lebst du im Moment? Also momentan lebe ich immer noch in ständiger Angst. Vor dem Zuhälter? Ja. Weil der dich sucht und dich wiederhaben will? Ja, genau. Weil er halt, ich weiß nicht, wenn man auf der Straße lang geht und man sieht so ein BMW oder ein Audi oder ein Mercedes, man schreckt zusammen. Es ist nicht einfach. Aber ich habe jetzt die Liebe meines Lebens gefunden. Ach, du hast eine Liebe gefunden? Ja. Aha. Er ist eine riesengroße Unterstützung. Ich habe mit ihm zusammen eine Wohnung genommen. Und konntest da dann auch quasi unterschlüpfen, ohne dass man, das kann man gar nicht rauskriegen. Er wusste von Anfang an Bescheid. Ich habe ihm gleich gesagt, was los ist. Er hat gesagt, er nimmt mich so, wie ich bin. Und bei dem Mann lebst du im Moment auch? Ja, genau. Jetzt hast du ja, Franziska, für deine jungen Jahre eine extreme Zeit schon hinter dir und extreme Sachen erlebt, die manch einer sein ganzes Leben lang nicht erlebt. Oder erleben muss. Wie beurteilst du selbst so die letzten Jahre, die du hast erleiden müssen, muss man ja schon sagen. Wie siehst du dein eigenes Leben? Ah ja, mein eigenes Leben habe ich bis vor kurzer Zeit eigentlich so gesehen, dass ich es nicht mehr möchte. Ich wollte es schon mehrfach beenden, auch währenddessen, wo es irgendwo war immer wieder dieser Punkt da, es wird besser, es kann nicht mehr schlimmer werden. Ja. Und es ist dann ja jetzt auch besser geworden. Ja, das und es ist besser geworden. Mhm. Ich würde dich gerne mal fragen, wenn du bist ja, das ist ja, so muss man das ja nennen, du bist ja quasi professionell missbraucht worden, sexuell. Ja. Du hast jetzt einen Freund. Magst du denn überhaupt mit diesem Freund eine Sexualität haben und leben? Macht dir das überhaupt Spaß? Ja, es macht Spaß, weil es was anderes ist. Weil das eine ganz andere Welt ist und ein ganz anderer Mensch ist. Genau. Und du dich jetzt auch. Er hat mir viel Zeit gelassen dabei. Ja. Wir haben auch damals ganz langsam angefangen. Er hat mich nur so berührt, nicht im Intimbereich und nicht so in dem Sinne diese Erogenzone. Ja. Er hat gesagt, er lässt mir so viel Zeit, wie ich brauche. Ja. Wo hast du ihn denn eigentlich kennengelernt? Wo ich damals in diesem Frauenhaus war,
war die einzige Möglichkeit, mit anderen Leuten Kontakt zu haben, über Chat. Mhm. Und ich habe dann mit ihm halt eine Freundschaft aufgebaut. Ah, verstehe. Übers Internet. Ja, und, es sollte eigentlich nur eine Freundschaft werden. Und habe dann gesagt, pass auf, ich komme nicht für ein Wochenende besuchen. Mhm. Bin dann halt zu ihm gefahren und wir haben uns angeschaut und irgendwie... Es hat gleich gefunkt. Ja. Wie alt ist er denn? 21. Also nach dem Unglück, was dir widerfahren ist in all diesen vielen Jahren, Franziska, ist das ja ein ganz, ganz, ganz großes, unfassbares Glück, was ja wirklich toll ist und für dein Leben eine einzige Glücksfügung wirklich. Ja. Ich glaube aber natürlich, dass wenn man sowas hat ertragen müssen, so viele Jahre, was du mir erzählt hast, das hat natürlich seine Spuren in dir hinterlassen. Ja, sehr. Mhm, sehr. Also es sind heute immer noch Depressionen da, starke Depressionen. Das glaube ich. Es kommen Aggressionen hoch gegenüber Männern, die man so auf der Straße sieht. Ich hatte eine Zeit lang ein richtiges Hassgefühl gehabt. Ich glaube ja. Auch gegen mich selber. Ja. Ich glaube ja, Franziska, dass du langfristig Hilfe von außen brauchst, um damit einigermaßen klarzukommen, was dir widerfahren ist. Aber die Hilfe von außen zu bekommen, ist halt nicht immer leicht. Das weiß ich. Ich sag mal, von der Polizei in dem Sinne ist man hintergangen worden. Es wurde gesagt, es wird nichts weitergeleitet, dass ich diese Aussage gemacht habe. Mhm. Im Endeffekt wurde es mir dann vorgezeigt, dass es halt nicht so ist. Mhm. Und es ist schwer. Es ist auch schwer, damit zu leben. Ich sag mal, ich wache früh auf und das Erste, woran ich denke, ist eigentlich so, bist du jetzt doch im Puff oder bist du es nicht? Liebe Franziska, ich weiß nicht, ob du meine Sendung so gut kennst. Ich habe hier im Hintergrund immer jede Nacht einen Psychologen bei mir. Ja. Das ist heute Nacht die Magdalena. Mhm. Meine Mitarbeiter sind gerade auch, was solche Fälle anbelangt, recht gut informiert und geschult, was man da tun kann, und können in der Regel sehr gute und konkrete Tipps geben. Ich möchte dich bitten und auch anbieten, dass du jetzt mit meiner Psychologin weitersprichst. Ja. Nicht in der Öffentlichkeit, sondern ihr beide ganz alleine. Ja. Und dann kann dir die Magdalena mal alles so ein bisschen vorlegen, was sie für richtig hält, was du tun solltest. Ja. Ich finde, du solltest das tun und du hast jetzt schon so viel geschafft und ausgehalten. Ja. Dann kann es ja eigentlich nur noch weiter bergauf gehen, wenn es vielleicht auch noch den einen oder anderen Rückschlag gibt. Aber ich glaube und hoffe, dass das Schlimmste jetzt hinter dir liegt. Ich hoffe es auch. Ja, liebe Franziska, dann würde ich dich bitten, aufzulegen und du wirst von... Ich habe aber noch mal eine kurze Frage. Ja, bitte. Könnte ich für meinen Freund von dir vielleicht ein Autogramm bekommen? Ja, na klar. Der ist ein Riesenfan. Klar, dann sagst du meiner Psychologin gleich die Anschrift und dann schicken wir das natürlich sehr gerne zu euch hin. Ja. Alles Liebe, alles Gute und auch einen schönen Gruß an deinen Freund. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann macht das. Dann müsst ihr nur diese Nummer wählen, 0800 220 5050 oder mir einfach mailen unter domian@wdr.de. Christiane ist hier. Christiane ist 48. Guten Morgen, Christiane. Ja, grüß dich, Domian. Christiane. Mal an der Strippe zu haben. Ja. Ich höre dich seit 11 Jahren und das... Ist das wahr? Ja, das ist so für mich Psychologiestudium par excellence. Ich bin Heilpädagogin, Erzieherin, Heilpädagogin, Gestaltpädagogin und Tanztherapeutin und hab dich in Krisenzeiten nachts gehört und das hat mir sehr geholfen, dass anderen Menschen es viel, viel schlechter geht als mir. Ja, ja. Ich habe gestern Abend eine Sendung gehört über aktive Sterbehilfe, passive Sterbehilfe. Ich bin seit einem Jahr im Hospizdienst Mandala in Bochum. Mhm. Und machst du das ehrenamtlich? Ehrenamtlich. Mhm, ja. Ein Jahr Ausbildung. Wir haben gestern unseren Abschluss gehabt. Ah. Haben das Zertifikat bekommen. Ach so, da muss man, um ehrenamtlich arbeiten zu können, muss man ein Jahr quasi lernen. Ja, jeden zweiten Donnerstag und einmal im Monat samstags den ganzen Tag. Verstehe. Also ein großes Engagement steckt dahinter. Ja. Ja. Aber ich bin ausgebildete Pädagogin und habe immer im Sonderbereich gearbeitet, und zwar mit Kindern, leukämiekranken Kindern, mit Kindern, die unter anderem, mit Kindern, die die wissen, dass sie sterben müssen. Und deren Eltern. Das heißt, du bist vertraut mit der Thematik. Wie bitte? Du bist mit der Thematik vertraut.
Ja. Mhm. Und ich habe, bevor ich mich mit diesem Hospizdienst beschäftigt habe, ausgelöst durch meinen Zwillingsbruder, ist gestorben. Mhm. Und vor 13 Jahren, der ist eine Viertelstunde älter als ich. Mhm. Und der ist ganz plötzlich gestorben und der hat in den Bodelschwingschen Häusern bei Bethel gelebt und seine Hausmutter hat seine Seele begleitet, so lange bis wir gekommen sind. Mhm. Und das hat für mich den Kick gegeben. Nun haben wir gestern ja viel über verschiedene Formen der Sterbehilfe uns unterhalten und ich hatte ja sehr beeindruckende Anrufer in der Sendung. Wie stehst du denn dazu? Gibt es für dich eine Form der Sterbehilfe, die du für richtig hältst, unter ganz bestimmten Gesichtspunkten und Voraussetzungen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich lange mit den Niederlanden, lange mit der Schweiz beschäftigt. Ich habe ein halbes Jahr in Utrecht gearbeitet. Mhm. Und bin angeschlossen an den Schweizerischen Heilpädagogenverband. Mhm. Und ich finde es toll, was die Schweizer und Holländer machen, mhm. ein humanes Sterben anzubieten. Ich finde es schade, dass das in Deutschland nicht passiert. Das widerspricht allerdings so der Philosophie der deutschen Hospizbewegung. Ich bin auch nicht unbedingt in der deutschen Hospizbewegung. Unsere Bewegung ist von Buddhisten gegründet worden. Ich bin Buddhistin. Ach so. Ja. Erst Christin, also bis vor 5 Jahren und dann habe ich gesagt, ich bin jetzt praktizierende Buddhistin, mhm. aber ich habe auch als Buddhistin noch eine andere Ansicht. Die Buddhisten sagen Nein zu dieser Sache in der Schweiz und in den Niederlanden, mhm. aber ich sage Ja. Mhm. Das heißt, also ich fasse das mal zusammen. Du glaubst, dass es Krankheitsverläufe gibt, die so endgültig sind und ja. letztendlich auch so dramatisch, dass du das verstehen kannst, wenn Menschen sagen, ich möchte den Freitod wählen und bitte helft mir dabei. Ganz genau, weil ich glaube, wir haben ein Recht darauf zu leben und so haben wir auch ein Recht, weil das Sterben zum Leben gehört, ja. auch ein Recht dazu zu sagen, wenn ich nicht mehr will, dann bestimme ich über meinen Körper alleinig. Ja. Und dann, wenn ich sage, ich kann nicht mehr und will nicht mehr und die Diagnose ist so endgültig und auch bestätigt durch Fachpersonal, Psychologen, mhm. Ärzte, mhm. Dann muss es die Möglichkeit geben, dass ich in meinem Trautenheim, in meiner Umgebung Abschied nehmen kann von allem, was mir lieb und teuer ist und mit Freunden oder nicht mit Freunden, aber einfach von dieser Welt zu gehen und zu sagen, und das ist meine Entscheidung. Mhm. Nun wirst du dann aber immer wieder in deiner Arbeit im Hospiz damit konfrontiert sein, dass das eben nicht geht. Ja. Und du wirst, oder hast es wahrscheinlich auch schon oft gesehen, Menschen sehr, 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 sehr leidend sterben. Meine eigene Mutter hat eine Nahtoderfahrung gehabt, sie war stinkig, dass man sie zurückgeholt hat. Mhm. Mhm. Und ich bin froh, dass man sie zurückgeholt hat, aber ich hätte es auch akzeptiert, mhm. wenn es so gewesen wäre. Und ich habe Sterbende begleiten müssen, ganz junge Menschen, ganz alte Menschen, jeder auf seiner Weise. Und ich habe auch andere Kulturen, Sterbekulturen kennengelernt mhm. und andere Kulturen gehen anders damit um. Würdest du denn unter Umständen auch das befürworten? Ich hatte ja gestern noch eine Anruferin, die letzte Anruferin, die Yvonne aus Belgien, die beschrieben hat, wie das in Belgien möglich ist. Nämlich, da ist es ja noch anders, wird es noch anders gehandhabt als in der Schweiz, nämlich, dass ein Mediziner eine tödliche Injektion verabreichen kann. Würdest du so weit gehen und das auch befürworten? Das ist sehr schwierig, weil ich bin in der Krankenpflege ausgebildet. Ich bin als Heilpädagogin Humanistin und da fängt es bei mich, also da muss ich das muss im Einzelfall entschieden werden. Mhm. Ich arbeite mit einem Palliativmediziner zusammen und der sagt immer, wie schwierig es ist, wenn keine Patientenverfügung mhm. vorhanden ist. Mhm. Und das und deswegen bin ich in der Hospizbewegung, um das voranzutreiben. Wenn wir schon, wie dieser Richter gestern sagte, wir werden das nicht mehr erleben, ja, ja. aber wir können den Hospizgedanken weitergetragen und den Gedanken, 80% aller Menschen sterben heute immer noch im Krankenhaus. Mhm. Und das ist zu viel. Was entgegnest du denn, auch mit deinen doch sehr großen Erfahrungen in diesem Bereich, was entgegnest du denn den Gegnern jeglicher Sterbehilfe? Ich entgegne, sie sind zu finden in den Kirchen, in der katholischen wie in der evangelischen Kirche. Ich bin selber Protestantin. Ich würde denen entgegnen, dass Sterben zum Leben dazugehört. Und die Menschen, die
diesen Weg wählen, da haben sich das verdammt nochmal bestimmt nicht einfach gemacht. Jeder hängt am Leben. Und wenn es so schwierig ist und so schmerzhaft ist und nicht mehr auszuhalten ist und nur noch Trauer und Kaputtsein und Aggression und Angst da sind, dann ist das kein lebenswertes Leben mehr. Ich hatte ja gestern die Anruferin Lena in der Sendung, ja, die sich entschieden hat, in die Schweiz zu gehen. Und ich glaube, wenn man den Bericht gestern gehört hat, muss man das akzeptieren und muss man das respektieren. Und man muss es auch. Das muss man nicht nur respektieren, das muss man akzeptieren, das muss man unterstützen und das muss man tolerieren. Ja, so sehe ich es auch. Liebe Christiane, ich danke dir für deinen Anruf und wünsche dir viel, viel, viel Kraft für deine wichtige Arbeit, die vor dir liegt. Ich finde das toll, was du machst. Ja. Ich wollte dir nur sagen, ich habe meine große Krise. Ich bin auch gestalkt worden und geschlagen worden und habe auch Erfahrung gemacht. Aber ich wusste, wie ich mir zu helfen hatte. Aber deine Sendung hat mir dabei geholfen. Das ist toll zu hören. Das freut mich wirklich sehr. Ich danke dir sehr herzlich. Ganz viel Kraft und komm gut über die Feiertage und ins neue Jahr. Das wünsche ich dir auch von Herzen. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Und hier ist Philipp. Philipp ist 18 Jahre alt. Guten Morgen, Philipp. Guten Morgen, Domian. Hallo, Philipp. Hast du aber eine tiefe Stimme. Ja, ist auch schon später, schläft man dann normalerweise. Philipp, um was geht's bei dir? Und bei mir geht's um den Tod meiner 14-jährigen Schwester durch Ärztefusch. Durch Ärztefusch? Ja. Ja. Was? Wann ist das passiert? Letzte Woche Montag. Letzte Woche Montag? Ja. Also leider, ja. Was ist genau passiert? Und zwar wurde sie Montag zu einer ganz normalen Mandeloperation ins Krankenhaus gebracht. Und nach der Operation setzt man ja in die Nase eine Perforationsnadel, damit die Beatmung gewährleistet wird und alles. Und diese wurde zu weit reingeschoben. Dadurch hat sich dann der ganze Bauch halt ist aufgeblasen geworden. Ja. Es wurde dann erst noch eine Magen- und eine Darmspiegelung vorgenommen, weil es angeblich noch nie da war. Während dieser Magenspiegelung scheint wohl ein Loch in den Magen gerammt worden zu sein. Wir wissen es da noch nicht genau. Dann haben sie den Bauch aufgeschnitten von der Brust an bis runter zum Schambein. Ja, dann war die Wunde, sag ich mal, saumäßig zugenäht. Also nicht mal zugenäht, sondern nur geklebt. Und dann kam halt wurde halt erst in Warnung gegeben, soweit stabil. Und dann kam halt abends gegen 10 Uhr der Anruf zu Hause, dass sie in ein anderes Krankenhaus gelegt werden muss, was dann auch passiert ist, allerdings auch nicht per Hubschrauber, sondern per ganz normalen Krankentransport. In diesem Krankenhaus gab es dann für meine kleine Schwester die nächste Narkose, wo sie dann halt die Speiseröhre und Lunge nachgeschaut wurde. War dann schon die dritte Narkose innerhalb von, sag ich mal, knapp 24 Stunden. Ja. Und dabei wurde dann halt auch nichts festgestellt und dann war halt davon die Rede, dass sie erstmal in künstlichen Schlaf gesetzt wird, damit halt alles regeneriert wird und halt künstliche Ernährung. Und während dieser künstlichen Ernährung, als sie eingeleitet werden sollte, haben sie dann halt ein Loch im Magen festgestellt. Das, was du jetzt gerade geschildert hast, das passiert alles im Moment noch innerhalb von 1-2 Tagen. Das ist innerhalb, das, was ich dir jetzt gerade erzählt, passiert alles innerhalb von genau 3 Tagen. 3 Tagen. Jetzt sind wir beim zweiten Tag, sprich dem Dienstag. In dem besagten anderen Krankenhaus wurde dann halt das Loch im Magen gefunden, was dann versucht wurde zuzunähen. Es hat auch, so wie ich gehört habe, geklappt. Und während dieser Operation ist sie dann ins Koma gefallen. Es war halt auch an der Dialyse dran. Die Leber hat nur noch bis zu 30% gearbeitet. Sie stand auf der Spenderliste ganz oben für eine neue Leber. Ach, sie war schon lebererkrankt? Nee, sie war kerngesundes Mädchen. Das ist alles während dieser 2 Tage passiert. Und da kommt man so schnell auf eine Spenderliste? In diesem Fall, da es ein sehr junges Mädchen war, wurde sie halt direkt ganz nach oben gesetzt auf die Spenderliste. Oh. Weil die Leber halt durch diesen ganzen Fusch nicht mehr gearbeitet hat. Und dann haben wir nachts um 1 nochmal in dem Krankenhaus angerufen. Dort wurde dann Entwarnung gegeben, dass soweit alles okay ist. Auf dem Weg der Besserung. Dann sind wir jetzt am dritten Tag, dem Mittwoch. Dort kam dann morgens um 7:30 ein Anruf, dass Lebensgefahr besteht. Dann sind wir natürlich dann
wie es halt üblich ist, direkt hingefahren. Mhm. Und dann kamen wir leider zu spät und sie ist um 9.30 Uhr am Mittwoch verstorben. Mhm. Und halt alles nur, weil, ich sag mal, ein routinemäßiger Eingriff verfuscht wurde. Ja. Und das war dann eine Verkettung von weiteren Fehlern, so wie ich es das jetzt verstanden habe, wie du es mir geschildert hast. Ja, ich sag mal, wenn der erste Fehler nicht passiert wäre, wäre nichts weiteres passiert. Ja, das ist klar, aber dann sind ja noch weitere Fehler passiert. Alles in demselben Krankenhaus. Und in dem zweiten Krankenhaus dann aber ist kein weiterer Fehler mehr passiert, aber die haben es nicht mehr hingekriegt. Die haben alles versucht, was möglich war, aber... Mhm. Nach 4 Narkosen in 2 Tagen ist es unmöglich. Für so einen jungen menschlichen Körper. Mhm. Ist deine Schwester obduziert worden? Die ist direkt am Mittwoch um 13.30 Uhr obduziert worden. Direkt? Das geht so schnell? Das ging so schnell, weil es halt bekannt war, was passiert ist im Endeffekt. Mhm. Mhm. Und das Resultat, weiß man das auch schon oder weiß das eure Familie noch nicht? Also wir wissen schon. Und es läuft halt alles auf den Behandlungsfehler rauf und die Staatsanwaltschaft sowie die Kriminalpolizei ermitteln halt. Das heißt, deine Eltern haben Strafanzeige erstattet? Das wurde direkt von der Staatsanwaltschaft höchstpersönlich gemacht. Das heißt, sprich, der Staat ist Hauptkläger und treten als Nebenkläger nur auf. Ah ja. Weil die Staatsanwaltschaft halt direkt alles eingeleitet hat. Wie kam das, dass die Staatsanwaltschaft da direkt so einen Fokus drauf hatte? Das besagte andere Krankenhaus hat das direkt eingeleitet, weil die halt wussten, dass was passiert ist. Das ist ja eine erschütternde Geschichte. Das ist deine 14-jährige kleine Schwester gewesen. Richtig. Die vorher wahrscheinlich fidel und vital war und nichts... Die war kerngesund, die hatte nichts. Und ins Krankenhaus gegangen ist in der Hoffnung, einen kleinen Eingriff schnell zu überstehen. Und Richtig. Dann endet das so dramatisch. Wie viele Geschwister hast du noch? Ich habe jetzt noch 5 weitere Geschwister. Noch 5 weitere Geschwister, also eine große Familie. Ja, halt alle größer. Alle größer. Und sie war die Kleinste? Ja, das war unser Nesthäkchen. Wie geht denn die Familie jetzt mit dieser Katastrophe um? Wie ist die Stimmung in der Familie? Na klar, alle schockiert und man begreift es halt nicht wirklich. Ist halt unvorstellbar, weil wir haben sie Sonntag bzw. Montag vor der Operation noch gesehen, quietschfidel. Und dann kommt halt so eine schockierende Nachricht. Und halt der Höhepunkt war halt, dass sich der Arzt, der das gemacht hat, sich den Stuhl umgedreht hat, quasi so die Lehne vor den Bauch gesetzt hat und sich hingesetzt hat. Ja, kann ja auch passieren, wir haben ja jetzt alles im Griff. Woher wisst ihr das? Der hat sich vor meine Eltern gesetzt und schon 2 Geschwister von mir waren auch anwesend. Ach so. War das ein jüngerer Arzt noch? Das heißt jünger, also er ist, wie alt wird er sein, 40. Also er hat schon Berufserfahrung. Sowas sollte auch beim jungen Arzt nicht passieren. Natürlich nicht. Sowas darf einfach nicht passieren, weil man arbeitet im menschlichen Leben. Ist deine Schwester schon bestattet worden? Sie wurde dann die Woche drauf, Montag, also jetzt am Montag, wurde sie bestattet, ja. Dann ging das aber alles sehr schnell, ne? Das wundert mich. Das ging alles, die Obduktion war dann ja direkt am Mittwoch nach dem Todestag, den 29. November. Und der Körper ist dann auch gleich freigegeben worden? Der wurde Donnerstag direkt, also sprich nach der Obduktion, freigegeben. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr alle und du auch das noch gar nicht richtig realisiert habt, was da passiert ist. Das kann man auch nicht realisieren. Nee, das ist so, vor allen Dingen, weil das jetzt so kurzfristig war und dann so schnell aufeinander auch folgte und dann auch schon die Beerdigung, dass man wahrscheinlich manchmal denkt, das habe ich nur irgendwie geträumt oder das kann gar nicht Wahrheit sein. Richtig, man wartet halt im Endeffekt darauf, dass es klingelt und dass unsere Kurzzeit wieder vor der Tür steht. Wie hast du denn die Beerdigung empfunden und wahrgenommen? Ja, aber wir haben halt, also wir haben versucht stark zu sein in dem Moment und haben halt erstmal die Beerdigung organisiert halt. Ich und mein Schwager und mein Bruder haben halt, die meisten haben halt mein Bruder und mein Schwager gemacht und wurde halt auch beim Pastor geleitet in der Trauerkapelle. Und ich habe dann für mich gesagt, dass ich in dem Moment wirklich stark sein muss und habe dann halt noch als Familienmitglied eine Rede gehalten, weil ich sag mal, ein Pastor kennt die Kurze nicht. Oh, das ist sehr schwer, stell ich mir sehr schwer vor, dass man in dem Moment, wo man selbst so angeschlagen ist emotional, dann auch in einer Trauerhalle vor einer Trauergemeinde in Anwesenheit des
des Sarges sprechen kann. Hast du es geschafft? Ich habe es soweit geschafft, ja. Hm. Musstest du nicht weinen zwischendurch? Es ging. Sag ich mal, also die Rede, ich habe die Rede auch selber geschrieben, die war jetzt auch nicht so lang, also das war eine Sache von einer Minute und man konnte sie relativ schnell lesen. Nur das wollte ich halt für mich, dass man die Rede, dass jemand aus der Familie persönliches was noch sagt. Also ihr beiden wart quasi die Jüngsten, deine Schwester und du? Richtig. Ja. Und wie alt sind deine Eltern? Meine Eltern sind 55 und 60. Jetzt ist das natürlich gut, dass die Staatsanwaltschaft sich gleich eingeschaltet hat, dass die Menschen... Das auf jeden Fall, weil der Mann darf nie wieder eine Hand an genau. Ein Leben anlegen. Genau, das ist alles sehr richtig. Früher lief das ja alles noch viel langsamer an, wenn sowas passiert war. Heute geht das Gott sei Dank schneller. Gott sei Dank, ist wirklich wahr. Dennoch hilft es über die Trauer nicht hinweg. Nein. Es bringt auf eine Art Gerechtigkeit. Ja. Aber es bringt uns halt unsere Quote auch nicht wieder. Nee. Muss man leider so ehrlich sagen. War dein Verhältnis sehr gut zu ihr? Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis, ja. Wir waren halt die letzten beiden, die noch zu Hause gewohnt haben. Hast du denn... Ja, bitte. Und jetzt ist halt dann natürlich eine Leere da. Ja. Hast du denn Möglichkeiten, so mit Freunden oder mit deinen älteren Geschwistern über diesen Tod zu sprechen und auch aufzusprechen? Ja, wir reden da auch viel. Ich muss auch sagen, meine Freundin ist wirklich... Denn was ist immer für mich da und auch meine Freunde. Also wir reden auch viel drüber. Ja. Ich glaube, dass das letztendlich muss man immer alleine mit Trauer fertig werden, aber dennoch kann das Sprechen, das hilft schon, wenn man sich mit Leuten unterhält, wo man weiß, dass sie auch wirklich mitfühlen und das auch so nachvollziehen können. Das hat schon eine Wirkung. Ja, aber halt ist das immer so, meine Freundinnen und meine Freunde kennen unsere Codes halt auch schon. Sehr lange und waren natürlich dementsprechend auch betroffen oder sind betroffen. Ja. Das tut mir sehr, sehr, sehr leid, was du mir erzählt hast, Philipp. Dankeschön. Und ich möchte mein tiefes Beileid dir und deiner Familie aussprechen. Dankeschön. Und hoffe wirklich, dass da Gerechtigkeit waltet und dass dieser Mann ja nie wieder einen Patienten unter das Skalpell bekommt. Nie wieder. Das hoffen wir alle. Ja, ja. Es wird dann auch noch richtig an den Medien gehen. So, ich darf jetzt halt keine Krankenhausnamen nennen. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht, natürlich nicht. Aber so wie das okay von der Staatsanwaltschaft gegeben wird, dann wird das auch an die Öffentlichkeit gehen, weil das muss einfach. Ja. Ja, das sehe ich auch so. Finde ich auch gut. Darf ich dir, wenn du das möchtest, noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Ja. Okay, dann legst du auf und die Magdalena ruft dich gleich an, Philipp. Alles klar. Alles Gute und viel Kraft wünsche ich dir. Dankeschön, Domian. Tschüss. Tschüss. Hier ist Lina. Lina ist 23. Guten Morgen, Lina. Guten Morgen. Hallo, Lina. Ach man, das tut mir gerade voll leid, was ich gerade gehört habe mit dem... Ja, das ist sehr traurig. Sehr schlimm und sehr traurig. Ach Mensch, das hat mich total gerührt. Oh Gott. Was ist denn dein Thema? Weswegen rufst du mich an? Das ist eher eine politische Sache. Politische? Ja, also geht, ne? Also wir sind seit 18 Jahren in Deutschland, meine Familie und ich. Woher kommt ihr? Aus dem Kosovo, ehemaliges Jugoslawien. Wir sind damals 89 nach Deutschland, da mein Vater politisch verfolgt war in der Zeit, sind hierher und haben uns wirklich integriert, was Sprache und Schule und weiß ich nicht, was alles angeht. Und wir sind seit 18 Jahren noch im Asylverfahren. Das heißt, bei uns wurde noch nichts entschieden. Also wir dürfen nicht arbeiten, wir dürfen keine Ausbildung machen, nicht studieren, wir dürfen Hamburg nicht verlassen. Wir sind notgedrungen halt abhängig von der Sozialhilfe. Und es ist eine blöde Situation. Ich habe jetzt meine Schule fertig, ich habe mein Abitur gemacht und bin den ganzen Tag zu Hause und kann gar nichts machen. Ich darf nichts machen. Wie ist denn die Perspektive? Was sagen die Behörden? Ja, das wird und das kommt und jedes Jahr heißt es ja und dieses Jahr klappt es bestimmt und der Anwalt geht dauernd vor Gericht und ich weiß es nicht. Es geht seit 18 Jahren so, dass immer wieder irgendwas versprochen wird und nichts wird eingehalten. Und jetzt wurde ja dieses neue Gesetz gemacht, wie dass Leute, die länger als 8 Jahre in Deutschland sind und integriert, dass sie irgendwie jetzt eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen sollten. Man sollte sich eine Arbeit suchen und damit dann zur Ausländerbehörde und dann wird einem ein Arbeitserlaubnis erteilt. Und nach 3 Monatsgehältern wird man dann irgendwie eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Ja.
Was das Problem ist einfach, wenn ich mich irgendwo hingehe, um zu bewerben und denen sage, ja, unterschreiben Sie mir das mal, ich muss zur Ausländerbehörde und dann weiß ich erst, ob ich hier arbeiten kann, dann zeigen Sie mir alle den Vogel. Mhm. Klar, das ist eine absurde Situation, ne? Absurd. Das, ja, völlig absurd. Mhm. Und, kann es denn sein, dass du und deine Familie das ja sogar Deutschland verlassen müsst unter Umständen? Es könnte sein, wenn unser Asyl jetzt, wenn im Asylverfahren entschieden wird, dass es abgelehnt wird, ja, dann kann es sogar sein, dass wir abgeschoben sein und das wäre so der Horror. Ich habe solche Angst davor. Ja. Ich war schon im Kindergarten, und mein Bruder auch und wir kennen gar keine andere Heimat. Das glaubst du gar nicht. Also mit vor 18 Jahren, ne? Sagst du, vor 18 Jahren ist die Familie. Du bist jetzt 23 und bist ja auch quasi hier aufgewachsen. Sprichst du auch absolut perfektes Deutsch wie eine Deutsche? Ja, stimmt schon. Also die ganze Familie, meine Eltern auch, meine Geschwister. Ja, die Eltern auch, selbst die Eltern. Ja, meine Eltern sind nicht so alt. Also mein Vater ist 50, das geht, und meine Mutter ist 43. Also sie sind relativ jung und dadurch, dass sie sich immer um uns gekümmert haben mit Schule und alles, haben sie auch gelernt. Also ohne jetzt irgendwie Deutschkurs. Wie sprecht ihr zu Hause? Auch Deutsch manchmal? Ja, das ist ganz witzig. Mein Vater redet immer auf Albanisch und ich antworte ihm dann immer auf Deutsch. Ich kann schon gut Albanisch, aber ich kann diese Grammatik nicht richtig und auch nicht schreiben oder lesen auf Albanisch. Also ich muss dir wirklich ein Kompliment machen. Man hört ja manchmal Leute aus deren Familien aus anderen Ländern kommen und die Familien leben schon lange, lange, viele Jahrzehnte hier und die Kinder können es immer noch nicht richtig. Und du sprichst wirklich sowas von grandios Deutsch und das ist ja Abitur ist in der Tasche, sagst du. Genau, ist in der Tasche, Was wären denn deine Wünsche und Träume? Was würdest du gar nicht hier in Deutschland machen? Oh, ich wollte immer studieren, aber das Ding ist einfach, ich habe mich wirklich nie festgesetzt in eine Richtung, weil ich immer das im Hinterkopf hatte. Es war immer so ein Damoklesschwert über euch wahrscheinlich, ne? Es kann sein, dass man wieder weg muss. Eben, und das ist einfach diese Angst. Ich habe es so lange wie möglich versucht hinauszuziehen mit der Schule, weil ich dann nicht, wenn ich dann gewusst habe, wenn ich nicht mehr zur Schule gehe, sitze ich den ganzen Tag nur zu Hause irgendwie. Habe immer wieder versucht zu verlängern, habe eine schulische Ausbildung auch gemacht zur kaufmännischen Medienassistentin. Ich habe wirklich alles querbeet einmal durch so wirklich gemacht und trotzdem. Also aber der Wunsch, was wäre, wenn es jetzt, nehmen wir mal an, was ich euch sehr wünschen würde, ihr dürftet hier bleiben, ihr würdet eingebürgert, was wäre dein Wunsch, was würdest du gerne machen? Ich wollte gerne Psychologie studieren. Also. Das war auch mein Traum schon immer. So, und jetzt nehmen wir mal die andere Variante, die für dich wahrscheinlich die schrecklichere ist. Ihr müsstet zurück in die Heimat deiner Eltern. Oh Gott, Wahnsinnsgedanke. Warst du schon mal dort unten? Nein. Seitdem wir nach Deutschland gekommen sind, durften wir ja nicht. Wir dürfen Hamburg nicht verlassen. Ach so, genau. Das wollte ich mich fragen, ob das überhaupt möglich ist, nur wenn man als wir eine Klassenreise nach Holland gemacht haben, da hat man im Haus seiner Behörde extra irgendwas ausgestellt für die Woche. Aber sonst nein. Aber du hast wahrscheinlich viel im Fernsehen über deine eigentliche Heimat gelesen oder die Heimat deiner Eltern, so muss man es ja vielleicht sagen. Deine Eltern haben dir viel erzählt. Ja. Was wäre für dich so schlimm, wenn du darunter gehen müsstest? Die Leute, die Sprache, die ganze Umgebung. Ich kenne niemanden wirklich dort. Also ich rede mit Verwandten und Bekannten, aber irgendwie, ich kenne da nicht wirklich irgendjemanden. Ich habe keine Gefühle für diese Menschen. Haben denn deine Eltern eigentlich noch heimatliche Sehnsüchte in... Mein Vater sehr. Ja, in dem Alter. Der leidet wirklich, also der träumt jede Nacht und der hat wirklich Tage gehabt, wo er weint, aufgewacht ist. Und könnte er denn wieder doch zurückkehren oder gäbe es doch Schwierigkeiten, wenn er jetzt... Ja, weil da gibt es ja noch ein paar Serben von damals, halt von der serbischen Regime, sind da noch welche da. Und als letztes Jahr mein Onkel dahin gefahren ist mit dem Auto, haben sie in seinem Pass den Namen gelesen, also den Nachnamen, den gleich mit meinem Vater, und haben gleich nach meinem Vater gefragt, wo der denn sich jetzt gerade befindet. Das heißt, wenn dein Vater dort runterfahren würde, wäre er unter Umständen in Lebensgefahr? Genau. Und sicherlich auch die Familie mit. Und dann meinte mein Onkel, nie, der lebt nicht mehr, hat er gesagt. Damit die gar nicht wissen, dass mein Vater überhaupt noch existiert. Also wenn die Welt gut wäre, wie sie sein sollte, wäre das Optimalste wahrscheinlich für eure Familie. Deine Eltern könnten wieder in ihre Heimat gehen. Genau, und ihr Kinder würdet hier bleiben und man würde hin und her pendeln und sich besuchen. Genau, das wäre optimal. Das wäre optimal. Für meinen Vater natürlich, für ihn ist es wichtiger, dass wir Kinder so eine Zukunft haben. Also er ist sehr psychisch angeschlagen. Mein Vater ist sehr depressiv, war jetzt dreimal schon in der Psychiatrie, hat auch einen Suizidversuch hinter sich. Jetzt habe ich gerade nicht richtig verstanden, hat dein Vater denn eine Arbeit? Nein. Auch nicht? Nein. Und die ganzen Jahre keine Arbeit gehabt? Der hatte kurze Zeit, hatte mal eine Arbeitserlaubnis von 2 Stunden bekommen am Tag, hat Zeitungen ausgetragen, ist darauf aber an Krebs erkrankt, Lungenkrebs.
und konnte dann nicht mehr arbeiten. Ach so. Und als er wieder arbeiten wollte nach einiger Zeit, er musste sich ja erholen, klar, musste auf Kur und sowas, hieß es, er kriegt keine Arbeitserlaubnis mehr, denn, und dann hat mein Vater irgendwie eine Stelle gefunden, wo er als Reinigungshilfe, wollte er dann irgendwas machen, dann hieß es, ganz dreist, diesen Brief haben meine Eltern noch irgendwo, haben sie geschrieben, von der Ausländerbehörde und vom weiß nicht, Arbeitsamt, nach dem Motto, wenn diese freien Plätze müssen erst an die deutschen Arbeitslosen verteilt werden und so mäßig, wenn was übrig bleibt, dann seid ihr dran. Aber erstmal. Das heißt, dann war euer Leben die letzten 18 Jahre hier in Deutschland finanziell ja auch sehr so ganz auf Kante geschneidert, ne? Total. Also ganz knapp alles. Wir sind abhängig von Sozialhilfe. Das ist das, was mein Vater so ankotzt. Der hat uns ja immer irgendwie auch in Kosovo, der war Fernfahrer und hat halt gearbeitet immer viel und hat wirklich viel für uns getan. Und für ihn ist es sowas von schrecklich, dass er nicht für seine Familie sorgen kann. Also da kommen so ganz viele Sachen zusammen. Man musste aus seiner Heimat flüchten, was ja schon sehr schlimm ist. Es ist ja alles kaputt dort. Unser Haus, wir haben kein Haus. Es ist alles zerstört, ja. Alles. Wir haben Fotos bekommen, das Haus ist abgebrannt. Dann kommt man in ein fremdes Land, muss sich da ganz neu einleben, hat aber die Angst, wieder rausgeschmissen zu werden und ist auch dann noch in so einem Status, dass man keine Arbeit hat, dass man auch noch quasi Empfänger ist der Gaben des Landes, was man ja auch gar nicht sein möchte, sondern man will ja selbst was machen. Und Mensch, Fina, ich bin drum mit 23 noch zu Hause. Es ist einfach, ich liebe meine Eltern, aber irgendwo, ich kann auch gar nicht selbstständig werden. Ich weiß nicht, wie es ist, wirklich richtig zu arbeiten. Ja. Und ich sitze jetzt seit dem Sommer, seit ich mein Abitur gemacht habe, zu Hause und kann. Seid ihr denn richtig juristisch gut rundherum beraten und versorgt? Ja, sind wir wirklich. Das heißt, wir haben super, super Anwalt und wir haben eine Organisation, die nennt sich Fluchtpunkt und die helfen auch, mit denen sind wir auch in Verbindung. Ah, ja. Und die helfen uns und versuchen wirklich und ich hoffe jetzt, also es hieß, das sieht sehr gut aus, dass es bis Ende des Jahres noch klappt. Und ich hoffe und bete sehr, dass es endlich. Ich hoffe das auch sehr und ich freue mich, dass du angerufen hast, Dankeschön. Weil man hört sowas immer nur so als theoretische Fälle im Fernsehen. Ja. Und selten, manchmal schon auch, aber selten kriegt man halt auch so die Schicksale zu hören. Jetzt haben wir ein Schicksal gehört. Und das finde ich gut, dass du durchgekommen bist. Ja, das freut mich. Und drücke wirklich dir und deiner Familie die Daumen, dass das so läuft, wie ihr das gerne wollt und dass du dann irgendwann eine sehr erfolgreiche Psychologin hier in Deutschland wirst. Dankeschön. Vielleicht kannst du irgendwann du machst wirklich eine super, super Sendung. Vielleicht kannst du irgendwann dann hier bei mir mal arbeiten. Als Psychologin. Ja. Dankeschön. Alles Liebe wünsche ich dir von Herzen. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hier ist Jürgen. Jürgen ist 40 Jahre alt. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Jürgen. Ja, hallo, Domian. Ja, Jürgen, grüße dich. Um was geht's bei dir? Ja, ich möchte erst mal sagen, ich habe die Geschichte vorhin gehört von diesem Mann da, der seine Schwester verloren hat. Die war ja wohl erstmal echt traurig. Also, war ganz extrem gewesen. Ja, ich möchte mit dir darüber reden, über meine Haftzeit. Ich habe 5 Jahre in Haft gesessen. Wann? Von welchem Jahr bis zu welchem Jahr? Von 2000 bis 2005. Ja. Und bin letztes Jahr im Oktober entlassen worden. Warum warst du in Haft? Ich war in Haft wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Mord. Und habe auch während dieser Haftzeit die Liebe meines Lebens kennengelernt, weil diese Frau auch da in den Knast gesessen hat. Ach, das war so ein gemischter Knast? Nee, kein gemischter Knast. Das ist also. Gibt's ja gar nicht, glaube ich, ne? Kennst du Gelsenkirchen? Ja, ich kenne die Stadt Gelsenkirchen, ja. Ja, und genau da ist der Knast, der ist da 98 errichtet worden. Ja. Und da steht Frauen- und Männerknast genau gegenüber. Ach so, genau, sowas gibt es, genau. Ja, richtig, genau. Und und dann habt ihr euch zugewunken von Fenster zu Fenster, oder was? Ja, richtig. Die Knäste, die stehen genau gegenüber. Ja. Und genau dazwischen ist ein Sportplatz. Ja. Ja, und das ist ungefähr 100 Meter zum Frauenknast rüber. Und dann kann man, wie soll ich das jetzt erklären? Na, ich kann es mir schon vorstellen, wenn da nur 100 Meter zwischen sind, dass man kann sich winken, man kann sich sehen. Man kann auch sich was zurufen. Ja, wir haben das so da genannt, das heißt Faxen. Und zwar heißt das, dann schreibt man mit einem weißen Tuch, Buchstaben in der Luft, und die kann man dann von der anderen Seite aus, kann man die per Spiegelschrift lesen. Ach, das finde ich ja toll. Und das ist auch erlaubt, da hat niemand was dagegen wahrscheinlich? Nein, da hat keiner was dagegen, absolut nicht. Und zwar habe ich damals, wo das alles passiert ist, da in Geldern, wo ich herkomme, ist das so passiert, dass ich also, dass also meine Frau mit meinem Chef, zu der Zeit, wo ich da gearbeitet habe, fremdgegangen bin. Und das habe ich dann nachher rausgekriegt.
Mhm. Ja, und an dem Tag, wo sie mir das dann halt prophezeit hat und sie zu mir gesagt hat, ich sollte also ausziehen, da bin ich ausgerastet. Und hast wen versucht umzubringen, den Mann oder sie? Nee, sie. Sie? Ja, sie, richtig, genau. Und was hast du gemacht, was hast du mit ihr getan? Ich bin also, sie war also noch bei ihrer Freundin gewesen und ihren Kindern und hatte mir also gesagt, ich sollte in der Zeit, wo sie weg ist, sollte ich also raus. Und bin dann halt da geblieben und habe gewartet, bis sie nach Hause gekommen ist. Ja, und da ich ziemlich sauer gewesen bin und sie mich dann nach dieser langen Zeit, wo ich mit ihr zusammen gewesen bin, die 6 Jahre, einfach rausbefördern wollte, bin ich dann nachher, weil ich habe auch Kinder mit ihr. Okay, was hast du gemacht mit ihr? Sie hat von mir ein Messer reingekriegt. Also ich habe mit dem Messer zweimal zugestochen und bin dann halt nach dieser Tat bin ich dann halt von diesem Ort dann abgehauen. Aber du hast gerade auch gesagt schwerer Raub. Gefährliche Körperverletzung. Achso, da habe ich falsch verstanden. Entschuldigung, ja, Körperverletzung in Tatanheim mit versuchten Mord. Also weil das halt ein bisschen schlimmer alles ausgegangen ist. Deine Frau, deine Ex-Frau hat sich aber hoffentlich dann wieder richtig erholt von... Ja, richtig, genau. Also ich habe mich nachher sehr bei der Polizei gestellt. Ja. Und wohin hattest du denn das Messer gerammt? In den Arm, in den Bauch, in den Brust? Im Bauch. Im Bauch, richtig, genau. Das heißt, die Frau hätte tot sein können. Ja, richtig, genau. Und nachdem ich also mich auch selber gestellt hatte und habe mich auch dann direkt... In Goch war das gewesen, habe ich mich auch direkt danach erkundigt, wie es ihr geht und wo man dann ihr dann halt gesagt hat, dass es ihr also besser geht und dass sie auch überleben wird. Wie lange hat das denn gedauert von der Tat, bis du dich selbst gestellt hast? Ungefähr 8 Stunden. Und ihr habt auch Kinder? Wir haben auch Kinder, Zwillinge miteinander. Zwillinge? Richtig, genau. Aber hast du heute mit diesen Zwillingen Kontakt? Gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Überhaupt nicht mehr, nein, weil... diese Frau inzwischen auch wieder verheiratet ist und den Kindern geht es an sich gut. Das weiß ich also von einer Bekannten, wo ich noch mit Kontakt habe, wo sie auch mit Kontakt hat. Wie alt sind die Kinder denn? Die Kinder sind jetzt 8. 8 Jahre alt. 8 Jahre, richtig, genau. So, das ist die Geschichte, weswegen du im Knast warst. Richtig, genau. Weswegen ist denn deine Liebe im Knast gewesen? Meine Liebe im Knast, die hat da gesessen wegen, verbotener Prostitution. Dann Waffenhandel und Menschenhandel. Also auch nicht ohne, ne? Ja, richtig, genau. Aber wie lange hat sie gesessen? Auch 4,5 Jahre. Auch 4,5 Jahre. Richtig. So, jetzt habt ihr euch angebandelt, wirklich durch diese Hofgeschichte. Ja, richtig, genau. Und seid in der Tat jetzt ein richtiges Paar und wohnt zusammen. Richtig, genau. Und zwar, wie ich jetzt im Moment im Krankenhaus, weil sie Kind kriegt von mir. Ah, ja, und sie sollte normalerweise heute nehmen, weil heute der Geburtstermin normalerweise wäre, aber ist noch nicht da. Also ich denke mal, jetzt über Wochenende wird er... Ihr zittert noch im Moment. Ja, richtig, ja, genau. Ja. So sieht's aus. Und bitte? Sie hat also ungefähr die Werbegeschichte auch sehr, weil sie auch viel Pech hatte mit ihren Männern und hat also auch viel hinter sich. Sie hat auch selber 3 Kinder und ist durch ihren ganzen Drogengeschichten, die sie halt hatte, haben sie ihr die Kinder also weggenommen. Ich würde dich gerne fragen, zu dem, was da passiert ist. Wie denkst du denn heute zu dieser Tat, die du da zu verantworten hast? Also die Verantwortung, also die liegt also meistens da. Also meistens ist nicht einer alleine dran schuld, ist klar. Aber die Hauptschuld liegt halt bei mir, weil normalerweise hätte ich das selber verhindern müssen, weil ich hätte besser sagen können, pass mal auf, wenn du meinst, mit ihm zusammen zu bleiben zu müssen, dann musst du das tun. Ich gehe dann halt. Ne? Aber ist mir fast jetzt noch ein bisschen zu relativierend, wie du mir das sagst. Ich hätte jetzt eigentlich von dir erwartet, dass du gesagt hast, ich habe unfassbaren Mist gebaut und ich bereue es von Herzen. Aber du versuchst es sogar noch ein bisschen zu erklären. Ja, bereuen tue ich auf jeden Fall, das ist klar. Weil normalerweise hätte gar nicht passieren müssen. Also dürfen, sagen wir mal so. Ne? Du hast damals keinen Alkohol getrunken gehabt? Nee, gar nicht. Das heißt, wenn man so eklatant austickt, kanntest du dich vorher schon mal? Neigtest du so zum Jähzorn? Ja, ich habe also früher, war also
viel so gewesen, dass ich also viel im Stadion unterwegs war, halt hooliganmäßig so. Ah ja, ah ja. Hast du denn jetzt, nachdem das passiert ist, insofern etwas gelernt, dass du beispielsweise, ich weiß nicht, ob das im Knast möglich war bei euch, dass du dich mit einem Psychologen zum Beispiel beschäftigt hast, dass du versuchst... Ich habe also viel mit Psychologen gesprochen und das war auch so gewesen, und zwar, ich habe mal in Willig, das ist ein anderer Knast gewesen, da bin ich danach rübergegangen für eine Therapie, für eine Antigewalttherapie. Sowas meinte ich, genau. Mhm. Ja, richtig, genau. Das habe ich auch gemacht. Mhm. Nur das große Problem bei dieser ganzen Sache war, die haben also Gewalttäter, wo ich also mit allen zusammen war da, die waren also auf einer Abteilung, und auf einer anderen Abteilung waren halt Täter gewesen, die nur Sexualdelikte gemacht haben. Also das sprich in Richtung Vergewaltigung, Kindesmissbrauch und alles, was so in der Richtung läuft. So, und das Problem war auch da gewesen, die haben auch gemeinsam Essensausgabe gemacht. Das heißt also, wir haben zusammen mit denen haben wir das Essen geholt. Ja. So, und wo war das Problem? Dass du mit denen eigentlich das nicht zusammen machen wolltest? Oder wo? Genau, weil ich halt selber Kinder habe und naja. Hat denn dennoch, hast du das Gefühl, dass dieses Antigewalttraining, was deine Person jetzt anbelangt, dass es eine gewisse Wirkung gezeigt hat? Nee, absolut nicht. Weil ich mache jetzt zurzeit wieder eine erneute Antigewalttherapie, und diese Gewalttherapie schlicht an auf jeden Fall. Achso, das ist ja gut. Aber das zeigt mir, dass du ja doch sehr willens bist, etwas an dir zu verändern. Ja, richtig, genau. Und dann nehme ich meine gerade so leicht formulierte Kritik doch zurück. Das heißt, du willst auf jeden Fall, dass so etwas nie wieder passiert. Richtig, so sieht es nämlich aus. Weil du wahrscheinlich jetzt auch dir ein neues Leben aufbauen möchtest mit deiner Frau und mit deiner neuen Familie, und da soll das alles sauber laufen demnächst. Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, es läuft ja schon alles in gerader Linie, schon alleine, weil wir auch demnächst haben, also vorhaben zu heiraten. Ja. Und es läuft an für mich wieder alles so, wie es sein soll. Hast du eine Arbeit? Hast du einen Job? Nee, leider zurzeit noch nicht. Also das fehlt auch noch dann? Das fehlt auch noch, richtig, genau. Also wir leben beide im Moment von Hartz IV. Ja. Also ich habe ja nicht im Moment so verleihen, weil das ist erstmal gerade ein Jahr her alles, ne? Ja, ja, ist klar. Ja, ja, und, sicher. Ich meine, Arbeit zu finden, weil die meisten Firmen und so, die verlangen ja auch ein Führungszeugnis. Ich habe mich bei einer Firma beworben und die haben auch Führungszeugnis verlangt, ja. Und wo die natürlich gelesen haben, haben die natürlich sofort gesagt, ich nicht, ne? Ja. Hast du vorher eine Ausbildung gemacht oder als was hast du gearbeitet? Als Gebäudereiniger. Als Gebäudereiniger. Ja, richtig, genau. Ja. Aber wie gesagt, also jetzt wieder neu in den Job reinzufinden, wird schwer werden auf jeden Fall. Aber wie gesagt, man, ich gebe auf jeden Fall nicht auf. So Jürgen, jetzt drücke ich dir erstmal die Daumen, dass du bald Papa wirst, nochmal Papa wirst. Ja, richtig. Dass alles gut läuft mit deiner Frau. Ja. Und ich finde das gut mit dem Gewalttraining, Antigewalttraining, was du da durchziehst, und wünsche dir weiter einen guten Start mit deinem neuen Leben, mit deiner neuen kleinen Familie. Jo. Und grüße schön deine Frau, wenn du sie im Krankenhaus besuchst. Ja, mache ich auf jeden Fall. Alles Gute. Alles klar, danke schön. Tschüss. Bis zum Jahr. Ciao. Waltraud begrüße ich herzlich. Und Waltraud ist 57. Guten Morgen, Waltraud. Guten Morgen. Hallo, Waltraud. Weswegen rufst du mich an? Ich hab gestern meinen Mann beerdigt. Mit 62 Jahren. Wir waren 37 Jahre verheiratet. Ich war seit meinem 15. Lebensjahr mit ihm zusammen. Er war zwar kränklich, aber nicht lebensbedrohlich kränklich. Ist er dann sehr plötzlich verstorben? Ja. An was ist er denn verstorben, Walter? Ja, angeblich nach Obduktion, nachdem das so ein Riesenaufwand war, an Lungenentzündung, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Weil ihr das gar nicht bemerkt habt? Es ging ihm die letzten zwei Tage zwar nicht gut, aber ich hätte nie an sowas gedacht. Und, aber er wollte, nachdem das Wochenende vorher hatte er Probleme mit Halswirbel, wie heißt es? Also, dass er den Kopf nicht bewegen konnte, ja, und so weiter. Ja. Da haben wir Samstag und auch Sonntag auch aufgrund seines Wunsches Notarzt, also Privatnotarzt gerufen. Und dann ging es ihm aber immer schlechter. Und also der gesamte Zustand wurde schlechter. Bekam er Fieber auch? Oder? Ja, ich habe Fieber gemessen. Ich habe kein Fieber festgestellt. Ja. Und ich habe dann immer gesagt, dir geht's nicht gut. Er wollte nicht mehr essen, er wollte nicht mehr trinken. Ich habe gesagt, jetzt hilft es nichts mehr. Ich muss einen Arzt rufen. Und das hat er so ab
abrupt abgelehnt und hat nur immer gesagt, bleib bei mir, setz dich zu mir und bleib bei mir. Und dann ist er verstorben schon? Ja. Also innerhalb von ein paar Stunden oder wie? Ja. Wie ist er verstorben? Ist er einfach eingeschlafen oder? Er ist auf der Couch hin und her gerutscht, weil er ja nicht mehr liegt. Er wollte sich nicht mehr hinlegen, weil es hat ihm weh getan. Mhm. Und ich bin halt aufgeblieben, Gott sei Dank. Mhm. Und habe ihm immer nur eigentlich zugeschaut, wie er da hin und her rutscht. Mhm. Und dann ist der Kopf auf die Seite gefallen. Und dann habe ich schon die leeren Augen gesehen. Und dann habe ich halt 112 gerufen und dann waren die, ich glaube, relativ schnell da. Hm. Haben auch versucht zu reanimieren und ewig lange, ich glaube mindestens 20 Minuten. Und dann kam Kripo, Polizei und nochmal Kripo und nochmal Polizeiarzt. Und das hat sich halt hingezogen bis in der Früh und es war halt nichts mehr zu machen. Und dann ist der Körper deines Mannes obduziert worden? Ja. Ja, weil man nicht wusste, was da los ist oder vielleicht ein Verbrechen ausschließen wollte? Oder? Ja, und Suizid und was weiß ich, was die alles in Erwägung gezogen haben. Ne? Und es kam definitiv jetzt raus, dass es die Lungenentzündung... Die offizielle Version, die ich dann erhalten habe, war Lungenentzündung. Das kann man ja gar nicht sich vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Wie lange dauerte denn dieses Danebensitzen, bis er dann verstorben? Also im Endeffekt ist es ihm richtig schlecht gegangen, das 2 Tage, kann man sagen. Mhm. Nee, als er dann sagte, hier rufst du niemanden an, setz dich hierher. Wie lange? Das war am Samstag. Quasi. Ja, und wie lange dauerte das dann noch, ehe er verstorben ist? Ein paar Stunden. Und du warst wahrscheinlich völlig gelähmt. Ich war daneben und wollte natürlich wirklich einen Notarzt rufen. Aber dann ist er natürlich, was heißt natürlich, eigentlich nicht natürlich, aber er ist fast böse geworden, hat nur gesagt, lass mich in Ruhe und setz dich zu mir, bleib bei mir. Machst du dir Vorwürfe, dass du nicht doch angerufen hast? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, er hat irgendwo... Er wollte nicht und er wollte, dass in Ruhe, dass du bei ihm bist und dass er nicht vielleicht noch in ein Krankenhaus, in die Krankenhausmaschine rein... Ich glaube schon. Ja. Ich glaube ja. Wenn er das so klar gesagt hat, wie du es gerade mir geschildert hast, dann hat das ja schon ein Gewicht. Das heißt, er wollte das. Er hat vielleicht gespürt, wie schlecht es ihm ging. Ja. Und er wollte in Ruhe bei dir sterben. Ja. Hm. Das hört sich wirklich so an, das finde ich auch, ja. Aber es ist so schlimm, er war 62. Hm. Habt ihr kommen jetzt noch so viele finanzielle blöde Dinge auf uns zu, die wir nie vorhergesehen haben, weil wir sind immer von wir waren immer eins, wir haben immer in Gemeinschaft gedacht. Mhm. Auch dass wir gemeinsam sterben ist blödsinnig, aber es war so, wir haben nie einzeln gedacht, immer nur gemeinsam. Also es wurde niemand darüber gesprochen, was wird sein, wenn du zuerst gehst oder wenn ich zuerst gehe, das nicht? Nee, das Einzige, was er gesagt hat, er wollte nie verbrannt werden und das habe ich auch nicht getan. Also, ja. Habt ihr denn Kinder? Nein. Nein, keine Kinder. Wir sind beide ganz alleine und die Verwandtschaft ist ganz weit weg. Das heißt, du stehst auch sehr alleine jetzt da? Ja. Es gibt auch keine Freunde oder doch, das schon? Also ein paar Freunde habe ich schon, die mich auch heute begleitet haben. Ja, ja. Du sagtest gerade, es gibt große finanzielle Probleme. Ja, weil ich bin Hartz-IV-Empfänger und mein Mann hatte Erwerbsunfähigkeitsrente. Mhm. Und die Freibeträge waren also so, dass das korrekt war, was wir hatten. Mhm. Aber wenn ich jetzt alleine bin, das ist natürlich alles zu viel. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, was mit mir wird. Das heißt, du hast sogar vielleicht Angst, deine Wohnung aufgeben zu müssen? Alles. Mhm. Mhm. Und dann möchte ich mir am liebsten auch einen Strick nehmen. Mhm. Oder was auch immer. Ja. Wobei ich fast sicher bin, ich habe deinen Mann nicht gekannt, Waltraud. Ich bin er fast war sicher, so ein lieber Mensch. Dass er das... Wir haben uns so geliebt, haben uns so gut verstanden, das kann kein Mensch... Ich habe immer noch damit angegeben, habe gesagt, ich gebe alles her, bloß das Wertvollste ist... Deswegen glaube ich nicht, dass er das würde wollen, dass du dir das Leben nimmst.